In 3 Tagen ist es soweit, am 8. März beginnt Kapitel 5 Season 2 mit dem Thema der griechischen Mythologie. Wir haben auch den zweiten Battle Pass Skin mit dem nächsten Teaser für die kommende Season erhalten und bestätigt bekommen, nämlich Hades. Darüber werden wir reden und alle weiteren News von den letzten paar Stunden. Es geht jetzt Schlag auf Schlag für die nächsten Tage, allgemein für diese Woche, bis dann Season 2 selbst rauskommt. Einmal bezüglich dem Hack-Gerücht, es wurde ja anscheinend irgendwie auf Epic Games Daten zugegriffen. 200 GB wurde von dieser Hacking-Gruppe irgendwie geklaut oder gehackt, wie auch immer. Aber Epic Games hat darauf geantwortet, also erneut, und gesagt, unsere Untersuchung ist abgeschlossen. Die Behauptungen der Gruppe waren nie legitim. Das war ein Betrug, also eure Daten sind sicher, keine Sorge. Des Weiteren wurden die folgenden Cosmetics in Rocket League als spielübergreifend kompatibel mit Rocket Racing bzw. Fortnite markiert. Einmal Dominos GT mit den folgenden Aufklebern: Wings, Techno, Sunburst, Stripes, Protractor und Flames. Dann die Mixerräder, die Ionenraketen oder der Ionic-Raketenboost und die Lichtgeschwindigkeitsspur. Diese Cosmetics haben noch nicht den sichtbaren Tag. Dieser Gegenstand wird auch in Fortnite verfügbar sein. Sie werden jedoch weiterhin angezeigt, wenn ihr eure Cosmetics nach spielübergreifend sortiert. Stellt euch auch mal die neuen dieswöchigen Jam-Songs ein, die wir am Freitag um 1 Uhr nachts im Itemshop bekommen werden für Fortnite Festival. Und bevor wir zum neuen Teaser um 18 Uhr kommen, sprechen wir nochmal über einen Tweet, den Fortnite Competitive auf Twitter gepostet hat. Und zwar lautet dieser, ohne irgendwie Bild oder so oder irgendeinen anderen Kontext: Wisst ihr, wie ihr laufen oder sprinten könnt, wenn ihr an Wettkämpfen teilnehmt? Sagen wir mal, dass ihr etwas anderes können werdet. Also ihr werdet in der nächsten Season hier eine andere Mechanik haben als nur Laufen und Sprinten in Wettkämpfen bzw. allgemein im Battle Royale. Das könnte für eine neue Flugmechanik sprechen in der nächsten Season, wenn man Mark Rains Wort bedenkt mit Flügel vom letzten Wochenende. Oder es bedeutet etwas komplett anderes, das wir erst am Freitag oder allgemein in Season 2 erst erfahren werden. Und während ich das Video schneiden wollte, sind mega geile Zusatzinformationen erschienen bezüglich Kapitel 5 Season 2. Denn wir haben Informationen von einem Ex-Mitarbeiter von Epic Games, der anscheinend in einem Playtest damals die nächste Season bereits gespielt hat, wo das alles noch in Entwicklung war. Und laut ihm soll es angeblich folgende Dinge in der nächsten Season im Spiel geben. Einmal eine Zeus-Fähigkeit mit 3 Stufen, also 3 Phasen. 4 Mythics soll es geben in Season 2. Einen goldenen Apfel, der bei Konsum einen Speed-Boost gewährt. Dann eine Cerberus, also Cerberus-Shotgun. Ein Olympus-POI, das heißt ein Ort, wo der Olymp sich befindet. Der Tempel wahrscheinlich, wo die Götter sich befinden. Dann soll es die Rückkehr von Kratos geben, wahrscheinlich vom Skin im Itemshop oder vielleicht auch ein junger Kratos mit Atreus zusammen als Skin, seinem Sohn, in den neuen God of War spielen. Dann soll es auch die Flugfähigkeit geben, die sich hiermit bestätigt hat oder auch nicht, werden wir natürlich bald herausfinden. Es ist ja nichts von diesen Dingen irgendwie bestätigt von irgendeinem offiziellen Epic Games Mitarbeiter oder von Leakern, die glaubwürdig sind. Aber dann soll es auch noch Monster geben, die als Handlanger für die griechischen Götter dienen, welche Minibosse sind. Und das hört sich ziemlich nice an. Ich kann mir das richtig gut vorstellen auf der neuen Karte mit riesigen Kreaturen der griechischen Mythologie. Außerdem soll es eine Hades Mythic geben, was eine Kette bzw. eine Peitsche mit Feuer sein soll, und eine Persona-Kollaboration in Season 2. Aber dazu gibt es noch Zusatzinformationen, also die das Ganze ein bisschen nochmal ergänzen. Zum Beispiel 4 Bosse mit jeweils 3 Stufen. Medusa, Ares, Cerberus und Zeus sollen die 4 großen Main-Bosse der nächsten Season sein. Außerdem soll jeder Boss ein Mythic haben, zum Beispiel Zeus Blitzkeil, Hades Feuerkette, Poseidon Dreizack, Ares Salvengewehr und Cerberus Tactical Shotgun. Es soll auch ein benutzbares Flügel-Item geben, womit halt diese Flugmechanik in der nächsten Season implementiert wird. Und dieses Item mit den Flügeln soll einen 30-Sekunden-Cooldown haben, nachdem es verwendet wurde von den Spielern, und soll aus Truhen erhalten werden. Dazu kommt noch, dass die vermeintliche Persona oder Persona 3 Kollaboration in Kapitel 5 Season 2 auch Poster auf der ganzen Map beinhalten soll. Zu guter Letzt ist die Erwähnung von God of War im Fortnite Shop nicht vollständig bestätigt für Season 2, aber eine der Dinge, über die Epic Games abgestimmt hat. Spieletester wurden nämlich gebeten, darüber abzustimmen, was sie im Item Shop gerne haben wollten. Auf der Liste waren zum Beispiel God of War, One Piece, Xena, Kevin Sorbos Hercules, Final Fantasy
Fantasy 7, Aquaman, das verlorene Königreich, Halo Wars und zwei weitere Collabs zum Thema griechische Mythologie. Bei God of War war jedoch die Sache, dass God of War die höchste Bewertung erhielt. Und das erklärt auch, warum auch Kratos angeblich zurückkehren soll mit einem neuen Atreus-Skin. Und zum Schluss haben wir den zweiten Teaser für Kapitel 5 Season 2 mit der Beschreibung Entfesselt die Ketten mit einem Ketten-Emoji. Und hier sehen wir im grünen Kosmos Hades mit seiner Kette angekettet an einem Skelett, an einem Schädel von einem Monster. Ich weiß nicht, ob das seins darstellen soll, wird aber wahrscheinlich eine mythische Waffe von ihm sein oder allgemein seine Spitzhacke im nächsten Battle Pass. Und das ist aber unser zweiter bestätigter Skin für Chapter 5 Season 2 und mehr gibt es auch hier für diesen Teaser heute nicht zu sagen. Wenn irgendwas auftauchen sollte, blende ich das einmal kurz ein mit Text und Bild. Oder ich werde das einfach morgen im nächsten Video erwähnen, denn morgen auch zur selben Zeit um 18 Uhr sollte es den dritten Teaser geben und somit auch den nächsten Battle Pass Skin für den kommenden Battle Pass in Season 2. Danke fürs Einschalten, Freunde. Über ein Abo würde ich mich freuen. Lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Und gerne meinen Creator Code LightSky10 im Itemshop eintragen, der alle 14 Tage rausfliegt, vor allem wenn ihr euch den nächsten Battle Pass holt. Und bis zum nächsten Mal.